Und jetzt ein ganz besonderes Highlight hier auch im Symposium. Ich sage nur vier Kürzel: DFB, FIFA, EMS und DE. Das ist in Kurzform sozusagen der Lebenslauf von Dennis Aytekin. Manche brauchen wenig Buchstaben, um richtig groß rauszukommen. Er hat es geschafft, hat als Schiedsrichter beim DFB einen so guten Performance hingelegt, dass die FIFA ihn auch haben wollte. Also er ist nur auch FIFA-Schiedsrichter. Schiedsrichter, das ist auch kein Geheimnis, die müssen fit sein. Und zwar genauso fit wie die Spieler auf dem Platz. Und da hat wohl Dennis irgendwann EMS für sich entdeckt. Das scheint ihn begeistert zu haben. Jedenfalls hat er eine eigene Plattform für EMS-Training eingerichtet, emstraining.de. Endkunden, die qualifiziertes Training suchen, sollen es eben auch finden können. Die EMS-Plattform, die da oben schon benannt ist, ist nicht seine erste und nicht seine einzige. Er bringt viel Erfahrung in diesen Markt, in dieser Szene mit. Fitnessmarkt.de ist auch seine Plattform, da ist er auch der Kopf von oder von Anwaltssuche.de. Er weiß also, worauf es ankommt, wenn man EMS übers Internet vermarkten, an die Menschen bringen will. Hier ist Dennis Aytekin. Vielen Dank. Vielen Dank für die warmen Worte. Es ist ziemlich laut hier. Es geht tatsächlich darum, dass wir heute über emstraining.de reden und über die Kundengewinnung, wie man als Studiobetreiber Neukunden gewinnen kann. Ich bin selber Gründer und Geschäftsführer von emstraining.de, aber wir sind anderweitig schon, haben einige Online-Portale aufgebaut, unter anderem auch Anwalt.de, das größte Anwaltsverzeichnis Deutschlands, und Fitnessmarkt.de. Nur so ein paar Informationen, dass Sie ein Gefühl dafür haben, dass wir jetzt keine Internet-Newbies sind, die jetzt auf den EMS-Zug aufspringen und meinen, die müssen jetzt irgendwie eine Plattform machen. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Was wir gemacht haben, Anwalt.de ist ein sehr ähnliches Thema. Warum, zeige ich Ihnen kurz Anwalt.de. Es geht einfach darum, Anwalt.de ist das größte Anwaltsverzeichnis Deutschlands. Das haben wir auch aufgebaut. 1,7 Millionen Besucher pro Monat auf Anwalt.de. Wir vermitteln bis zu 4.500 Mandanten jeden Monat an irgendwelche Anwälte in Deutschland. Wir haben 17.000 Anwälte verzeichnet und über 45.000 Rechtstipps auf dieser Seite. Warum erzähle ich das? Da komme ich später dazu, warum das relevant ist auch für emstraining.de. Daneben fitnessmarkt.de, das ist in der Zwischenzeit der größte Marktplatz für Fitness- und Therapiegeräte. Im Prinzip ein Autoscout für Fitness- und Therapiegeräte. Auch mit 80.000 Besuchern, 7.000 Inserate sind wir auch groß unterwegs. Warum emstraining.de? Also ich bin ja eigentlich Unternehmer, aber in meinem Nebenjob auch sportlich tätig, und als Leistungssportler guckt man ja immer, was kann man noch mehr machen, damit man einen Tick effizienter, besser, schneller trainieren kann. Und ich bin quasi aktiver EMS-Trainingsnutzer. Ich bin regelmäßig eben auch beim EMS-Training und bin da eben dazu gekommen, dass das Thema EMS bei deutlichen Anstieg fährt. Man sieht es letztendlich bei Google Trends, dass eben einfach deutlich mehr Leute nach EMS-Training suchen. Ich brauche hier niemanden erklären, dass es ein starkes Wachstum gibt, dass es extrem viele Studios gibt, die mittlerweile mehr als 1500 Studios sind. Und das höchste Suchvolumen im EMS-Bereich bezieht sich auf EMS-Training an sich. Wir haben dann gesagt, okay, es gibt natürlich viele Suchportale, die sind auch sehr gut, aber wir ticken eben eher so, dass wir uns spezialisieren. Das heißt, wir haben ein eigenes Portal gegründet. Der Engpass war, dass es eben kein spezialisiertes Such- und Informationsportal für das Thema EMS gab. Und das war dann unser Thema, dass wir gesagt haben, okay, wir kaufen emstraining.de als Domain und bauen dann ein eigenes Portal daraus. So sind wir eben auch zu diesem Portal gekommen. Das Ziel, das gemeinsame Ziel von uns allen eigentlich, muss sein, dass wir EMS als qualitativ hochwertiges, bezahlbares und sicheres Personal Training etablieren. Und mit emstraining.de tragen wir eigentlich eins dafür bei, weil wir auch extrem viel redaktionelle Input auf der Seite haben, dass wir diese Information zugänglich machen, also auch zu den Studios zugänglich machen, dass sie die Studios suchen können, dass sie es natürlich verständlich machen, weil manche verstehen EMS-Training immer noch nicht. Ich rede von der breiten Masse. Und eben erreichbar machen. Dieses erreichbar machen eben über die entsprechenden Suchmöglichkeiten.
was bieten wir an? Es gibt die Studiosuche, man kann Probetraining vereinbaren, man kann Erfahrungsberichte hochladen. Natürlich haben wir Studien, Expertentipps, aber auch eben am Ende, dass wir EMS-Studios bewerten lassen. Bei Anwalt.de haben wir es geschafft, mittlerweile über 60.000 Anwälte zu bewerten. Diese Bewertungen haben eine enorme Bedeutung und spielen dann natürlich auch bei der Auswahl des entsprechenden Anwalts eine Rolle. Und das machen wir nämlich auch, dass wir eben hier die EMS-Studios bewerten lassen, die natürlich auch qualitativ dann entsprechend checken. Für den Anbieter ist es einfach eine Stärkung der Online-Präsenz. Viele EMS-Anbieter haben schon saucoole Seiten, das muss ich ganz klar sagen. Die sind schon in einer ganz anderen Liga, die haben eine ganz andere Wahrnehmung. Es gibt teilweise Fitnessstudio-Betreiber, die sind ganz, ganz weit weg von solchen hochwertigen Seiten, wie es jetzt im EMS-Segment schon existieren. Aber eben als zusätzlichen Zugangskanal bieten wir da eben die Möglichkeit, dass man sich hier umfangreich präsentiert, Neukunden zu gewinnen, ein Feedback zu bekommen, Bewertungen zu bekommen, aber auch Expertentipps zu veröffentlichen. Das ist ganz entscheidend. Sie haben die meiste Erfahrung und wenn wir Expertentipps auf dieser Seite veröffentlichen, dann passiert nämlich eins, dass Sie Ihre Kompetenz der breiten Masse zur Verfügung stellen. Das ist das, was bei Anwalt.de passiert. Der Anwalt schreibt über ein Thema und wir veröffentlichen das und er kriegt eine maximale Aufmerksamkeit, weil er über dieses Portal extreme Traffic erhält. Ich gehe mit Ihnen ganz kurz über die Seite, das ist nichts Dramatisches. Letztendlich eine Startseite mit einer Suchfunktionalität, mit unterschiedlichen Kategorien. Es ist leider, die Auflösung ist so schlecht und so klein, deswegen sieht man das jetzt nicht ganz. Die Trefferliste, wir haben hier eben auch entsprechende Top-Platzierungen auf der Seite. Im Profil selber gibt es unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten. Wer bietet was an? Probetraining direkt vereinbaren. Also es sind alles Standardmechanismen letztendlich und das ist letztendlich gewohnt. Die User wissen das, die wissen, wie man Leute bewertet auf der Seite, wie man sucht. Das bietet das Portal ganz normal an. Hier sind so ein paar Bewertungsbeispiele, die kann man leider hier jetzt nicht ganz so lesen. Ein Satz noch zum Magazin, das ist eben das, wir haben eine eigene Redaktion, wir beschäftigen eine eigene Redaktion und schreiben eben regelmäßig tagtäglich Texte zum Thema EMS-Training, um einfach dieses Thema in der breiten Masse noch ja, einfach zu sensibilisieren, dass die Leute wissen, okay, was gibt es für Themen, was sind für Neuigkeiten auf der Seite und da als Anlaufstelle zu funktionieren. Was haben wir geschafft sozusagen? Wir sind online gegangen im September, ich sage mal so richtig erst im Oktober. Wir haben aktuell, schaffen wir so knapp über 25.000 Besucher. Wir haben allein im Monat Februar über 1.200 Bewertungen reingeholt. Und redaktionell ist es so, dass wir es schaffen, wenn wir was posten, teilweise wird das eben also extrem geteilt, extrem verbreitet eben in der entsprechenden Masse, sodass die Entwicklung eben in eine richtige Richtung geht. Das ist eben wie bei jedem Portal, wenn man am Anfang steht, dass man dann einfach gucken muss, welche Partner holst du dir an Bord, mit wem arbeitest du? Und da haben wir auch die richtigen reingeholt. Das sieht man an der Vorgehensweise, was wollen wir machen, wie wollen wir EMS-Training.de vermarkten. Wir haben strategische Partnerschaften, natürlich mit Mia Bodytech, aber auch letztendlich, wir reden auch mit anderen Partnern, die auch andere Hersteller, mit denen wir eben überlegen, was kann man gemeinsam machen. Wir haben mit den Glucker-Kollegen eine sehr umfangreiche Zusammenarbeit. Also über diese strategischen Partnerschaften EMS-Training.de zu platzieren am Markt, das ist ein Weg. Der andere Weg wird sein, dass wir intensiv eben Content produzieren. Jeder, der irgendein Rechtsproblem hat und irgendwas sucht, der landet am Ende irgendwie bei Anwalt.de. Und das Ziel ist, jeder, der irgendwas mit EMS in Kombination sucht, soll bei EMS-Training.de landen. Und das ist die Aufgabe und das geht eben nur durch harte Arbeit, durch viel Content-Produktion, durch viele Expertentipps, Erfahrungstipps austauschen und dort platzieren. Und das machen wir letztendlich Tag ein, Tag aus, dass wir sehr umfangreiche eine Content-Strategie fahren. Natürlich, das Thema Suchmaschinenoptimierung ist ja, das A und O. Es gibt genügend Portale, also wenn wir jetzt anfangen mit Kombinationen EMS-Training Köln, München, sonst was, natürlich gibt es genügend Seiten, die gut, sehr gut gerankt sind.
Für uns geht es aber am Ende darum, dass wir als spezialisiertes Portal nachhaltig, langfristig mit unseren SEO-Experten, die wir bei anwalt.de haben, die setzen wir dort ein. Und am Ende wird es eben sich darauf fokussieren, dass wir mit diesem Portal uns eben komplett durchsetzen wollen. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg, dass auch das Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung in die richtige Richtung geht. Und letztendlich begleiten wir dieses ganze Thema mit klassischen AdWords-Kampagnen. AdWords-Kampagnen kennt jeder, sagt ihr, das kann ich ja auch buchen als Anbieter, das ist überhaupt kein Problem. Der Unterschied ist nur, dass wir es halt schaffen, teilweise so günstige Klicks zu kriegen mit diesem Portal, weil wir eine gewisse Relevanz haben, weil wir natürlich sehr viel Erfahrung haben, wie steuere ich diese Kampagnen. Und mit so einer entsprechenden Landing-Relevanz, weil wir eben speziell auch mit dem Namen in Kombination emstraining.de, schaffen wir es eben durchschnittlich sehr, sehr attraktive Klickpreise zu generieren, die jetzt ein Normalanbieter, wo er sich einfach schwer tut. Das ist mal so eine beispielhafte Kampagne, wenn man in EMS-Training in München sucht, die Landingpage, wir generieren hier Adressen, diese Adressen vermitteln wir dann entsprechend weiter an unsere Partnerstudios. Das ist so die Grundidee, ja, die wir haben. Wie können Sie mitmachen? Es ist ja so, wir haben, mit Mia Bodytech haben wir eine Zusammenarbeit. Mia Bodytech sponsert die ersten 2 Jahre Basiseintrag quasi bei emstraining.de. Viele EMS-Studiobetreiber haben noch ihr Profil noch nicht richtig ausgefüllt. Das heißt, sie lassen eigentlich enorm Potenzial liegen. Da sind wir eben gerade dabei. Wir haben einen kleinen Stand im emstraining.de da drüben rechts. Das heißt, wenn Sie ein Studio haben und da hinten hingehen, die Kolleginnen sind auch da, die unterstützen Sie da bei der Optimierung, nachgelagert nach der FIBO, wird unser Team sozusagen auch mit den unterschiedlichen Leuten dann in Kontakt treten, damit wir einfach diese Profile noch mehr aufwerten, um einfach eine bessere Sichtbarkeit auch für Sie zu erzielen. Natürlich kann jeder Geräte unabhängig, egal ob Mia Bodytech oder Amplitrain oder welche Geräte er auch immer nutzt, auf der Plattform sich präsentieren. Da haben wir eben das Basisprofil, das Premium-Profil, das VIP-Profil. Das hat diese unterschiedlichen Preise. Das hängt damit zusammen, dass wir letztendlich auch, klar, der VIP-Kunde ist eben ganz oben gerankt. Wenn ich in München ein EMS-Studio suche, dann kommen halt in der Trefferliste an Platz 1 erst die halt ein VIP-Profil haben. So ein paar Umsetzungsbeispiele haben wir auch. Beispielsweise hier mit TerraSports, die quasi jetzt auf der Startseite eine Platzierung haben, oder auch EMS Lounge, das Logo sieht man hier nicht so gut, die quasi eingebaut sind auf der Startseite in der Rotation, die letztendlich unterschiedliche Pakete bei uns gebucht haben, aber mit denen wir auch enger zusammenarbeiten, aber auch redaktionell zusammenarbeiten. Das heißt, wir gucken, was hat der einzelne Anbieter für spezielle Themen, spezialisiert er sich auf Gesundheit, auf Fitness, was auch immer. Wenn wir die Informationen bekommen, schreiben wir eben entsprechende Artikel, die wir dann veröffentlichen, um dann eben den Partner dahin zu führen. Hier sieht man dann diese Top-Platzierung, wenn man eben in der entsprechenden Stadt ist. Also das ist dann eben die VIP-Platzierung. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, das sieht man jetzt mit EMS Lounge, dass quasi das Ganze begleitet wird mit Bannerwerbung. Es gibt Einzelanbieter, die sagen, ich möchte die Marke, ich bin Franchise-Geber oder ich expandiere, ich suche neue Themen. Da gibt es eben die Möglichkeit, dass man hier mit entsprechend einer Bannerwerbung sich auch dann umfangreich positioniert, um einfach nochmal das Thema Branding mit aufzugreifen. Ja, im Prinzip war es das schon. Wichtig ist, wenn Sie ein Profil haben, dann kann ich Sie nur auffordern, wenn es subventioniert ist, eben auch von Mia Bodytech, dass Sie uns helfen, Ihr Profil zu optimieren, zu verbessern. Wir machen das von uns aus schon, dass wir vieles optimieren, weiterbringen, aber wenn Sie natürlich da mithelfen, das individualisieren, ist es für uns besser, einfacher und am Ende für Sie bei der Kundengewinnung, bei der Platzierung entsprechend in den Google-Treffern einfach besser zu sein, diesen Unique-Content zu generieren. Das ist das, was wir letztendlich anbieten können. Die Frau Hölbing, die Anne und auch die Verena, die sind quasi hinten rechts beim Stand immer zur Verfügung. Wenn irgendwelche Fragen sein sollten, stehen die gerne zur Verfügung.
ich natürlich auch. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und eine schöne Fieber noch. Zeitlich wunderbar. Dennis Aytekin, Sie dürfen gerne natürlich auch noch Fragen an ihn stellen, wenn denn welche auf Herz und Seele brennen. Ich weiß ja nicht, ob er auch bereit wäre, Fragen zu seiner Tätigkeit als FIFA-Schiedsrichter noch zu beantworten, wenn da noch irgendwelche Fußballbegeisterten sind. Aber das ist hier eher weniger das Publikum, oder? Schon auch. Schon, gell? Natürlich. Nix, keine Fragen. Mann, dann kriegt man schon mal einen FIFA-Schiedsrichter auf dem Silbertablett. Wie gehen Sie um mit schlechten Bewertungen, wenn man sich gegen diese nicht wehren kann? Muss ich wieder mitnehmen? Also, ist eine sehr interessante Frage, weil Sie müssen sich vorstellen, wir lassen Anwälte bewerten. Wir haben über 60.000 Bewertungen bei Anwälten und genau, also, wenn die eine schlechte Bewertung kriegen, dann reagieren die vielleicht manchmal anders wie ein EMS-Anbieter. Und es ist so, wir geben jedem die Möglichkeit, also wir werden jedem die Möglichkeit geben, darauf reagieren zu können, auch öffentlich. Diese Funktion ist noch nicht freigeschalten. Das ist die eine Sache. Wenn eine schlechte Bewertung eingeht, dann prüfen wir jede Bewertung manuell. Wird jede Bewertung gelesen, überprüft. Wenn wir feststellen, da passt irgendwas nicht, wenn sie negativ ist, dann rufen wir den Kunden an, rufen das Studio an, fragen, gibt es den Kunden bei dir? Was ist das für einer? Was ist los? Dann rufen wir den Kunden an. Am Ende geht es nur über viel Aufwand und Arbeit, quasi zwischen den Parteien zu vermitteln. Und meistens gelingt uns es dann, dass sogar daraus das ganz angenehm dann endet. Die Erfahrung machen wir eben auch bei Anwalt.de. Wenn so ein Mandant eben mit so einem Anwalt sich streitet, ist dann auch immer ganz witzig. Aber das wird uns in der EMS-Branche auch gelingen. Das machen wir ja tagtäglich, allein im Februar eben 1200. Nur durch die individuelle Betreuung funktioniert es. Dankeschön, Dennis Aytekin. Vielen Dank.